Hallo Herr Leitenmüller, schön, dass Sie da sind. Bitte nehmen Sie doch noch ein paar Minuten im Wartezimmer Platz, bis der Herr Doktor Sie in seine Humordination aufruft. Der nächste bitte. Herzlich willkommen, lieber Paul Leitenmüller. Wer kennt ihn nicht? Vielleicht, wenn Sie nicht kennen, Sie werden ihn gleich kennenlernen. Herzlich willkommen in meiner Humorordination, frei von der Leber weg, lieber Paul. Wir kennen uns wirklich sehr lange und wie soll ich sagen, du interviewst ja in deinen diversen Formaten Gott und die Welt. Heute sitzt ein Halbgott da und darf dich interviewen. Wie ist das Gefühl so generell auf dieser Untersuchungsliege? Es ist keine, aber Untersuchungsstuhl. Du, jetzt, nachdem wir uns ja gleich, glaube ich, seit über 20 Jahren kennen. Länger, es ist länger. Oder länger, ja. Ja. Und ich dich doch wirklich als einen der coolen Zauberer erleben durfte. Und deine Frau mit halbem Körper, war ich immer in deiner Nähe irgendwie beglückt, glücklich, weil ich es geschätzt habe. Den Zauberer, der so tut, als wenn er ein Arzt wäre und eigentlich ein Arzt ist und so tut, wie wenn er ein Zauberer wäre, ist dann verquickt. Trotzdem Geschäfte zu machen. Da gibt es nicht so viele, da bist du ein Unikum und das freut mich. Und immer wenn ich da bin, finde ich es erstens sehr nett und lustig. Genau. Und ich finde es cool, dass du sagst, du weißt, wie die neuen Zeichen der Zeit passieren und wie man sagt, wie baut man denn da sein Geschäft auf? Super, es war das Statement eigentlich normalerweise, ich muss sagen, meine Damen und Herren, das war Paul Leitenmüller. Aber wir starten mal so richtig, für die, die dich nicht kennen, was fast unmöglich ist. Dir geht es prinzipiell gut, keine Viren mitgebracht, dann können wir losstarten mit dem Analysegespräch. Wir können unbedingt gesund. Wie soll man dich eigentlich beschreiben? Du bist ein wahrer Tausendsasser, Inhaber von dem Wirtschaftsmedium Leadersnet, ein bisschen recherchiert, 90.000 Leser, monatlich 2 Millionen Seitenaufrufe, also wirklich ein Big Player, wie es so schön heißt. Du bist der Paradenetzwerker. Ich habe da lauter Superlative für dich vorbereitet, keine Sorge, es kommen noch ein paar andere Fragen. Du kennst das Who is Who in der Wirtschaft und Politik, bist ein Wirbelwind, bist ein Power-Kommunikator. Ein engagierter Zeitgenosse, um es ein bisschen salopp auszudrücken, überall wo Rauch aufsteigt, ist der Paul. Ja? So bist du aber nicht auf die Welt gekommen. Wir kennen uns ja, wie gesagt, von ewigen Zeiten her. Wie hat das Ganze begonnen? Also, wo sind deine Wurzeln? Ja, bei so viel Lob weiß ich gar nicht, was ich jetzt darauf sagen soll. Ich stelle die Frage nochmal, wo sind deine Wurzeln? Wo sind meine Wurzeln? Also, meine Wurzeln kommen aus Linz. Der Herr Paul Leitmüller ist ein Linzer, ist dort mit zwei Geschwistern in einer 68 Quadratmeter Wohnung aufgewachsen. Der Vater war ein Tischler und die Mama eine Schneiderin. Und jetzt sag ich mal was, und jetzt zu diesem Netzwerk. Ich glaube, es gibt ein paar Dinge, die mich sehr geprägt haben. Mhm. Eines der Dinge ist, dass ich neben einer Ausbildung zum Elektrotechniker beschlossen habe, zu sagen, ich werde klassischer Balletttänzer. Mhm. Mein Vater hat gesagt, Wahnsinn, das kann nicht sein. Er selber hat in der ersten Liga bei der Föst damals im Fußball gespielt, hat gesagt, mein Sohn Balletttänzer, wie kann das sein, eine Welt bricht zusammen. Und das hat mir aber sehr gut gefallen. Habe dort auch meine Frau kennengelernt, es waren 200 Damen, 3 Herren. Ich habe das hervorragend lustig gefunden, bin dort hingegangen und habe neben der HTL Elektrotechnik, bin ich dort 5-mal in der Woche trainieren gegangen. Und das war, glaube ich, eines dieser Dinge, die mir dort wirklich, oder die ich mich sehr geprägt habe. Zum einen die Disziplin des Sports, das ist Spitzensport. Zum anderen zu sagen, man macht gleichzeitig zwei Dinge, einmal Ausbildung als Elektrotechniker, einmal zum Balletttänzer. Und gleichzeitig das nonverbale Kommunizieren und das Nützen von Dimensionen, von Bewegungen, die andere Leute nicht nützen können. Und ich sage immer, beim Balletttanzen ist es so, dass ich gesagt habe, das ist wie Tauchen, Fliegen, oder eben tanzen, indem man eine dritte Dimension verwendet und Lust daran zu haben, Dinge zu können, die andere nicht können und das gleichzeitig
mit vielen Leuten in Interaktion zu treten und zu sagen, ja, ich will mit euch gemeinsam etwas erreichen, ich will mit euch kommunizieren, vielleicht in einer Intensität, die anders ist, als wir nur miteinander zu sprechen, das hat man immer taugt. Und von dem weg ist halt dann viel anderes entstanden. Was ist das LeadersNet genau? Ist es ein Business-Magazin? Ist es ein Tratsch-Medium? Ist es ein Society, ein Austauschportal? Was ist es? Also die heutige Firma, die wir da betreiben, heißt Opinion Leaders Network, ist eine klassische Werbeagentur und ein Online-Medium. Mhm. In Wirklichkeit, was ist das? Das ist eine Zeitung, die nicht gedruckt wird. Nämlich es ist etwas, wo wohl viele Leute, inzwischen 85.000 Leute täglich sagen, ja, da will ich wissen, was passiert da gerade. Es ist ein Wirtschafts-Online-Medium und der Trigger, damit man das liest, ist die Marke Ich, weil wir zeigen dort, wer sagt wann was und wer besucht. Welche Veranstaltungen, wer hat was zu sagen in Sachen Wirtschaft? Beziehungsweise wie leben denn diese Leute, die dort was zu sagen haben? Wann befinden sie sich wo oder wo sind die wo? Und vor allem, da gibt es immer drei große Themenblöcke, wo ich sage, warum wird das angesehen, was wir da so tun? Die erste Geschichte ist immer, ich schaue mir eine Veranstaltung an, eine Fotogalerie oder ein Video. Und dann stellen sich die meisten Leute die Frage, erstens, warum war ich nicht eingeladen? Die zweite Frage, warum war mein Mitbewerber eingeladen? Und die dritte, wer steht neben wem? Und warum bin ich dort nicht gestanden? Und aus dem heraus zu sagen, wie könnte ich eventuell neue Geschäfte machen oder wie könnte ich derjenige sein, um dem sich da dreht. Aber das ist das Animo und dann gab es aber dann schon auch knallharte Wirtschaftsinfos. Aber jetzt bin ich also ein bisschen provokant natürlich, jetzt darf ich ja, weil provokant natürlich, sehr klar. Das ist schon, Arzt. Es ist schon primär ein Spiel mit Eitelkeiten. Das ist ein Spiel mit Eitelkeiten, das ist der Trigger, warum das angesehen wird. Und darüber wird dann ganz schnelle News werden dort gespielt, wo ich einfach sage, das ist ein Spiel mit Eitelkeiten und mit der Geschwindigkeit von Wirtschaftsnews. Was ist denn dein Erfolgsgeheimnis? So in wenigen Worten gesagt, was treibt dich an? Das ist schon ein bisschen, sage ich mal, dieser exhibitionistische Hang eines Tänzers, der dort auf der Bühne stehen will und der auch die Bühne im Wirtschaftsleben durchaus genießt. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist so, dass er sagt, ich bin in durchaus einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Das, was ich da heute oder was wir da jetzt selber geleistet haben und wo wir da jetzt durchaus auch einen gewissen Wohlstand uns erarbeitet haben, das war für mich ein Animo, meinen Kindern zu zeigen, das kann man selber tun. Da muss man nicht darauf warten, dass man sagt, das muss man erben. Und dann glaube ich auch noch, ich bin ein richtiger Verfechter davon, dass es schön ist, Dinge zu leisten, deswegen oder selber zu leisten und daran sich zu erfreuen, zu sagen, das war jetzt fleißig, das hat mir taugt. Jetzt zwei Fragen kombiniert, wie wird man Netzwerker? Und zweitens, hast du da nicht, du bist ja wirklich auf allen Kiertagen, wie man so schön sagt, und hältst allen möglichen Leuten das Mikrofon und die Nase. Hast du da nicht irgendwie so manchmal Skrupeln, zu sagen, frage den jetzt, oder hast du mal eine Interviewabfuhr bekommen? Also grundsätzlich glaube ich einmal, dass der Österreicher ein sehr eitler ist. Eitler als wie ein Schweizer, eitler als wie ein Deutscher. Ich beantworte zuerst die zweite Frage. Grundsätzlich ist es so, wenn du heute jemanden ein Mikro unter die Nase hältst, fängt jeder an zum Reden, ohne zu sagen, ohne zu wissen, was er eigentlich sagt. Genau. Du sagst, er redet halt einmal dahin. Eines der Mega-Beispiele, der Callboy, wo die Leute den größten Schwachsinn sagen, aber einfach sprechen. Weil sie einfach sagen, wenn Mikro und Kamera, dann rede ich jetzt einmal dahin, ohne dass ich sage, ich weiß, was ich eigentlich reden will. Da glaubt man irgendwie, da hat man gelernt, man muss brav sein und muss jetzt antworten. In Wirklichkeit ist das Gescheiteste, wenn er sagt, ich weiß darauf keine Antwort, dann sage ich, Moment, ich muss einmal ein bisschen überlegen, weil das kann der gar nicht nehmen, dann muss er es eh ausschneiden. Genau, das ist einfach so ein schöner Satz, was man nicht sagt, kann man nicht senden. Genau, was man nicht sagt, kann man nicht senden, das ist das Gescheiteste. Und das ist die eine Geschichte und Abfuhren ganz wenige. Ja. Das sage ich aber auch, ja, wir haben sehr selbstbewusst von Anfang an, wo wir null Reichweite hatten, Leute interviewt und gesagt, wir machen jetzt ein Interview. Und die haben gesagt, selbstverständlich. Also wahrscheinlich sind sie von Seitenblicke oder auch nicht, aber sie sind zumindest gleich wichtig. Das heißt, das hat was ein bisschen mit Auftreten zu tun, aber da wirst du anerkannt, kaum wer traut sich zu sagen, nein, das wollen wir nicht. Die zweite Geschichte, wie man echter Netzwerker, indem man einfach sagt, man hat Spaß daran, mit Leuten zu sprechen, man hat Spaß daran, mit Leuten zu agieren und man hat ein Zeitmanagement, wo man sagt, wenn du kommst nach dem Cocktail und sitzt dann 3 Stunden am Galatisch, immer neben dieselben, dann gehen ganz weniger Veranstaltungen aus, als wenn du immer vorher kommst. Und daran Spaß zu haben, das ist das, wo ich sage, das glaube ich ist der einzige Trigger, wo ich sage,
dann tut es nicht weh, dann ist es nicht Arbeit, sondern dann ist es Entertainment, dann ist es Freizeit. Wie geht es mit dir in Zukunft weiter? Die Zukunft ist ja jener Ort, wo wir den Rest unseres Lebens verbringen werden. Paul Leitmüller in 10 Jahren, so knapp über 60. Also jetzt glaube ich mal, das, was mein Leben ausmacht, unter Leuten zu sein, mit denen zu sprechen, das mache ich gerne, das ist cool. Damit bestreiten wir unseren Lebensunterhalt. Mhm. Für Kind, für Frau, für alles das andere. Dort jetzt zu sagen, ab dem 50. Management das jetzt so, was mache ich selbst, was delegiere ich, was dringend und wichtig ist, mache ich selber, den Rest delegiere ich, ist eines der Dinge, wo ich sage, das will ich gerne tun. Und ich glaube, dass eines der großen Visionen, die da jetzt noch kommen, ist, dass im Rahmen der Digitalisierung von Medien wir in diesem Business-to-Business-Bereich ein richtig schöner Case sind, wo man sagt, das lässt sich verkommerzialisieren, das auf den Endkundenbereich auch noch auszubauen, sprich, dass man Tageszeitungen digitalisiert mit neuen wirtschaftlichen Business Cases, wo ich sage, da kann man auch Geld damit verdienen. Das wird spannend sein und da sind wir drauf und dran, das tun zu dürfen und das werden wir die nächsten 10 Jahre schon noch machen. Und dann, ich habe immer gesagt, ich hätte gerne nur Bergführer eine Ausbildung zum Bergführer. Das geht sich nicht aus, du hast völlig recht, mit 50 wird das immer enger, aber wenn man schön brav läuft, dann kann man zumindest einen Bergstein gehen. Warum glaubst du, gehen diese Menschen gefühlt zumindest so missgelaunt durch das Leben? Also so Menschen, die sagen, es geht mir gut, machen wir was gemeinsam, es ist toll, wie es jetzt ausschaut, egal ob es jetzt regnet. Da gibt es aus meiner Wahrnehmung viel zu wenig. Warum ist das so? Was glaubst du? Obwohl es uns eigentlich noch nie so gut gegangen ist wie jetzt, wirtschaftlich. Ja, also ich glaube, eines unserer größten Dinge, was uns heute Lust und die Lust am Glücklichsein kostet, ist, so seltsam das jetzt klingt und vor allem aus meinem Munde, die Digitalisierung. Ich finde einfach, es ist eine richtige Kompetenz, miteinander sprechen zu können, sich anzusehen, zu fühlen, was tut der jetzt da. Und ich finde es richtig cool, wenn ich auf der anderen Seite der Welt stehe, dass wir telefonieren können und auch per WhatsApp und das alles machen können. Ich finde aber es richtig seltsam, dass Kinder, Jugendliche bis zu 200 WhatsApp in einer Gruppe täglich versenden. Wenn sie dann aber sagen, sie wollen auf den Ball gehen, haben sie niemanden mit dem Stativ kennen. Und mit einem Handy kann er nicht auf den Ball gehen. Ja, kannst du schon, aber du hast wenig mehr Spaß. Aber tanzen, so, das geht irgendwie nicht. Und das ist etwas, wo ich wirklich sage, die Interaktion zu Menschen und die Liebe daran zu sagen, ich kann jemanden riechen, spüren, fühlen, das ist ganz, ganz wichtig und das darf auf keinen Fall verloren gehen. Das brauchen wir. Wir kommen jetzt zur medizinischen Schnelldiagnose, lieber Paul. Ich kann nicht leben ohne? Ohne Bergsteigen zu gehen. SMS, WhatsApp oder Telefon? Ist für mich ein sehr notwendiges Übel. Geheimnisse habe ich vor? Fast niemanden. Meine Assistentin sagt über mich? Ein Wahnsinniger, der zwar für uns sorgt, der auch oft sehr, sehr nett sein kann, aber der energetisch nicht zu bändigen ist. Meine Geschäftspartner sagen über mich? Wieso merkst du dir das alles? Wie gibt's das? Meine letzte Lüge war? Ich habe mir den Fuß verstaucht, deswegen kann ich nicht zu deiner Veranstaltung kommen. Wenn ich eine Frau wäre, dann? Würde ich wirklich dafür kämpfen, dass wir das Thema Gender nicht mehr hätten, sondern einfach sagen, ab dem Zeitpunkt, wo wir nicht mehr darüber sprechen, ob Frau oder Mann, sind wir gleichberechtigt. Und das würde ich mir wirklich wünschen, dass es dieses Thema gar nicht mehr gibt. Wenn ich 10 Millionen im Lotto gewonnen hätte, was würde ich damit machen? Dann würde sich mein Leben überhaupt nicht verändern. Ich könnte mir vorstellen, dass ich es hin und wieder mal ein bisschen spende oder verteile, aber ansonsten wird es gleich bleiben. Zuletzt herzhaft gelacht habe ich mit oder bei? Wir haben ein Spiel gespielt und haben wir gespielt darum, dass der Verlierer den Kaffeefilter, einen Kaffeefilter essen muss und den kriegst du einfach nicht ab. Und wenn du jemanden zuschaust, wie der Verlierer ein Kaffeefilter isst, es ist Wahnsinn. Ich kann nicht verstehen, dass... Dass Leute nicht verstehen,
dass wenn man gerne Arbeit geht, das auch was Lustiges sein kann? Dafür bin ich wirklich dankbar. Für die Freiheit meiner Eltern, obwohl es denen überhaupt nicht gut gegangen ist, dass die gesagt haben, was immer du machen willst, das darfst du auch tun und entwickle dich. Und dass mein Vater als Fußballspieler in der ersten Liga gesagt hat, sein Sohn tanzt Ballett, war ungewöhnlich. Das hat so irgendwie repräsentiert so ein bisschen diese Freiheiten, die er da gelten ließ. Meine Ex-Freundin sagt über mich. Da kann ich auch leider gar nicht mitreden, weil ich heuer die silberne Hochzeit feiere. Das heißt, ich bin mit meiner Frau nicht nur 25 Jahre verheiratet, sondern noch viel länger zusammen. Ich bin mit meiner Frau zusammen, seitdem ich 17 bin. Gut. Und mit 17 habe ich noch nicht so viele Ex-Freundinnen gehabt. Das habe ich über die Liebe gelernt. Die Liebe ist etwas, was du wirklich pflegen und intensiv pflegen musst. Also nur das, was du selber dort einbringst, kriegst du auch zurück. Und Liebe ist nicht, kann man nicht verlangen, sondern die kriegt man geschenkt. Meine letzten Worte sollen sein? Boah, meine letzten Worte sollen sein. Schön war's. Schön war's, Paul. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, es hat nicht so weh getan. Nein, überhaupt nicht. War ich ein bisschen ein sanfter Arzt. Ja, ich sage danke, dass wir dabei waren. Ein sehr spannendes Interview, einen wirklich Erfolgsmenschen von einer vielleicht auch ein bisschen anderen Seite, ein bisschen intimeren Seite kennenzulernen. Ich freue mich, wenn wir weiter in Kontakt bleiben, Paul. Und ja, Ihnen kann ich nur sagen, egal wo Sie es gesehen, gehört oder miterlebt haben, sagen Sie es weiter, erzählen Sie es weiter und vor allem eines, bleiben Sie gesund. Wenn Ihnen das Interview beim Herrn Doktor und mit meiner Wenigkeit gefallen hat, so würden wir uns freuen, wenn Sie es teilen und in Ihren Social Media Kanälen dafür sorgen, dass das mehrere Leute sehen. Was? Gut, passt schon. Super, super, sehr gut.